Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier zum Arsch, Version 2.1. Ich wünsche allen einen schönen Wochenstart. Ja, wir machen jetzt einen Probelauf, Belan, Weizen der Brauerei vom Hauptlager. Und lass ich mal fahren, ne? Mal sehen, wie das klappt. Wenn es klappen sollte, dann klappt es. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise können wir es entsprechend noch korrigieren. Deswegen mache ich jetzt einen Probelauf. Weil ich traue mir da selber nicht ganz zu. Alles 100%ig klappt, ne? Der Traktorfahrer verfolgt uns. Ah, dann liefert der Weizen. Mal sehen, ob er jetzt hier rumkommt. Das wird man gleich zeigen. Den Punkt kann man ein bisschen verschieben. Oh, ist da keine Kollision mehr? Ja, der kommt nicht ganz rum. Das wird ungünstig mit einem Trecker vielleicht. Mal sehen. Mit einem LKW ist das so ein bisschen schwierig, ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Den fahren wir mal zurück zum Hof. Versuchen wir jedenfalls. Und dann nehmen wir den Traktor, den wir gerade auf Stroh gefahren haben. In der letzten Folge. Da war ein Anhänger, das wird ziemlich lange geschossen. Wir fahren mal zurück. Und dann testen wir das mit einem Traktor und normalen Hänger. Ne? Für so eine Aktion, das kann ja aber kein Riesenfahrzeug sein, da reicht normalerweise normaler Hänger aus. Aber wir testen mal den etwas größeren, den wir haben. Das geht schon irgendwie. Wir fahren mal über die BGH. Dann kann ich mir mal gucken, was für Kurse hier waren. Denn das hatte ich ja letzte Weile Sidus nicht bedacht, dass hier was ist. Und der eine war genau, gut, hätte man verschieben können, ne? Weil Laden Geres und so, das würde ich ja gerne auch automatisch machen, ne? Oder hier verkaufen. Zum Beispiel, das ist ja auch ideal und kann man verkaufen lassen. Ne? Man kann ja auch die Gärreste von einer anderen BGH verkaufen, das ist ja auch noch da. Und das werde ich mal den nächsten Mal einen Kurs dann fahren lassen. Ne? Also normalerweise müsste das jetzt voll klappen. Ohne dass ich was einfahren musste. Danke Holger, ne? Er hat es als super, super eingestellt. Ne? Also da gibt es nichts. Ich bin ja nicht so der Typ, der die Ausdauer hat, dass ein. Ja, alle Kurse einzufahren, ne? Also so auf ein Schlagprinzip, ne, was er gemacht hat, ne? Das, was ich gemacht habe, ist ja hier, das hier mit Milch und so, ne? So. Die anderen beiden fahren. Ich will etwas testen. Trotz alledem muss etwas getestet werden. Und zwar will ich testen, ob es jetzt mit dem globalen Markt geht. Ich habe das Rechner nicht neu gestartet, ich habe nichts gemacht. Ansonsten werde ich beide Fahrzeuge erstmal deaktivieren. Drei Fahrzeuge genau genommen. Der eine ist ja hier für Stroh, der andere ist für Stroh, das Blocking. Oh, was denn ich? So, kurz mal. Na, speichern wollte ich nicht, aber so. Deaktivieren. Das würde ich jetzt wissen. Ach, da steht was im Wege. Aber gut, den aktivieren wir auch mal. Ungünstig, ne? So, den nächsten deaktivieren. Wasser. Wo ist der? Wir haben gelacht.
So, deaktiviert. Jetzt gehen wir aus dem globalen Markt zurück. Oder hier ein LKW einfach. Die produzieren auch fleißig, ja. Wieder Dünger. So, mal testen und jetzt funktioniert. Bin ja gespannt. Oh! Nichts da, also sobald ich das mache, also ich wollte was kaufen. Ich wollte hier Weizen kaufen. Aber Weizen brauche ich aktuell nicht. Gerste. So. Gerste ist da, okay. Gras könnte man kaufen, müssen wir nicht. Stroh. Geht nur bis 1000 Liter. So, maximal. Bestätigen. Gut, geht vielleicht nicht. Weil ich so viel habe, weil ich drin habe. Gut, Gerste habe ich gekauft. Also es kann sein, wenn es dass der dann läuft, ausreicht die Fahrzeuge, dass er entsprechend blockiert. Oder ist sogar so. Dann lag es nicht an den Anhängern. Dann muss ich wieder entschuldigen nicht, aber dann war das nicht der Grund. Denn so ein Autoloadhänger mit Werbung für Coca-Cola hätte ich schon gerne gehabt, ne? Und für Bier gibt es ja hier zum Beispiel, weiß nicht genau, was ich drin habe, ich glaube hier bei Grastechnik, Düngetechnik. Wir sehen. Mähtechnik. Bei Ballentechnik was gewesen, bei Ballen. Da gibt es ja hier. Ich habe ja hier drei. Einmal diesen hier. Und. Ja, genau. Ich habe nicht aktiviert. Können wir jetzt nicht finden. Sonst. Hätten wir es gefunden. Laden wir hier vielleicht mal die Gerste ein. So. Na, ich wollte was probieren. Laden wir mal ein. Und dann werden wir den anderen Fahrzeug mal starten, als Probelauf. Aber erst dann, wenn wir das voll gemacht haben mit Gerste, ne? Dann kann der mal fahren. Im Notfall müssen wir da halt ein bisschen den Kurs anpassen. Dass um die Kurve kommt. Mann, wenn du den Grund nicht weißt, dann kriegst du graue Haare. Also das ist nicht gerade ideal, ne? Obwohl ich, naja, ein paar habe ich schon. Aber lieber graue Haare als gar keine Haare, ne? Viele haben in meinem Alter schon gar keine Haare mehr. Ja, und dann wäre es auch so, dann wäre es halt so, ne? Kann man auch nichts machen. So eine Überfahrten müssten wir eigentlich ein Fahrzeug haben, der schneller ist. So, den stellen wir jetzt hier mal so hin, als bereit. Dann bereiten wir es hier mal vor. Beladung Hof nicht, aber beladen. Muss wieder suchen. Beladen Wasser, Papier, Hauptlage. Beladen Ablagen. Getreide und Weizen. Schnee wäre gut. Schnee Einlager am Lager, das wäre gut. Und dann können wir Ski hier fahren, dann sagen wir mal auslagern. Ne? Aber ich glaube, der schmilzt hier im Sommer weg wie, ja, wie Butter in Sonne. Regen draußen? Nö. Aufnahme? Läuft. Muss ich Weizen suchen. War sie versteckt. Gerste dürfen wir nicht drin haben. Saatgut, Schnee. Da. Das mal so. Oder ich kann mal testen, ob das nur mit dem zusammenhängt, mit den entweder komplett mit Autodrive
Oder? Ne, das wird nichts. Muss den Kurs finden, das ist ja da vorne. Ob das jetzt daran liegt, dass er nur im globalen Markt fährt, also ja, das könnte ja sein, dass das nur dann so ist, wenn er im globalen Markt beladen tut, ne? Und anderen ja nicht. Das wäre auf Dauer ja schlecht, ne? Ist knapp. So. Ich glaube, die Nase. Aber das hatte ich befürchtet gehabt, dass das so ist. Deswegen Probelauf, ne? Gut. Mal schauen, ob jetzt globalen Markt kaufen kann oder nicht. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Also fahren ja nur, jetzt fährt kein anderes Fahrzeug, nur der mit dem Beizen von Hauptlager. Das wäre ja mal schade, unser Getreide nicht jetzt so verarbeiten können, ne? So. Da. Fahren wir vorwärts. Das funktioniert, okay. Mal gucken, ob ich jetzt hier aktivieren kann mit R. Okay. Das geht ja nur, beziehungsweise nur nicht, wenn ich die Fahrzeuge habe, die jetzt im globalen Markt treffen. So, den wollte ich ja mitfahren. Kann ich hinterherfahren. Mal sehen, wie er sie hat, ne? Ob er sich festfährt. Und jetzt könnte man auch vom globalen Markt fahren, ne? Also das würde auch funktionieren. Das ist das Schöne bei Autodrive, du kannst alles mitfahren. Sobald du einen Punkt mal angeschlossen hast, ist davon egal von wo immer erreichbar, ne? Oh. Was für eine Schleichwege kennt er denn, ne? Ich sag ja, Autodrive fährt manchmal komische Wege, aber passt schon, ne? Mal sehen, ob wir früher da sind, ne? Obwohl die Autodrive fährt ein bisschen vorsichtiger, nur mit einer halben Geschwindigkeit. Ich würde ja auch die Hauptstraßen allgemein vorziehen. Also wird keine Nebenstrecken fahren. So würde ich das machen, ne? So, die Milchfahrzeuge muss ich wieder starten. Boom. Ich hätte vorher bremsen müssen, ne? Und zumindest stehen, ne? Und dann aussprengen, ne? Und nicht über der Fahrt. So, das kann der weiterfahren. Der fährt ja nicht so lang. Der fährt ja nur zur Kühe. Wir haben so viel Milch da. Milch haben wir bestimmt sehr viel, ne? Nö. Tag. Milch sind fast alle. Nö, gut. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Mal Milch alle. Das ist gut. Anführungszeichen, ne? So, mal gleich Armut essen, ne? Und Brot auftauen. Oder ich mach Toast. Irgendwas essen. Vor der Magen knurrt. Das ist mir ganz schlecht, wenn der Magen knurrt. Blocking Weizen. Na, mal gucken mal gleich. Oder sich festgefahren hat. Denn wir haben Gerste. Das Heizkraftwerk. Im Grunde schade, dass es kein Silo ist, sondern mit manuell, also abkippen kann. Ne? Dann wird man das auch mit einem Beladen mit Autodrive machen können, ne?
So, hier Blocking nicht. Dann muss ich durchhalten. Wo steckt er? Wo hat er sich festgefahren? Oder hängt er am in der BGH fest am Schild? Weil er gerade ein bisschen blöd gefahren ist. Sieht so aus. Deswegen muss das Silo weg. Ja. Aber ich kann ja auch den Kurs ein bisschen. Naja, also. Das ist ja das Blöde, in Anführungszeichen. Was ist blöd? Wenn man am Kurs was hinbaut, ne? Das verstehe ich viele nicht, die jetzt unbedingt ein von Fat Action die Kurse haben will, weil es im Grunde nichts bringt, weil keiner kriegt die Produktion genauso hin wie ein anderer Prinzip. Das ist technisch gesehen nicht unmöglich, aber wie gesagt, ist schwierig. Denn gut, man könnte ja die Punkte, so wie ich es verschieben, das geht dann auch, aber die eigenen Kurse, die man eingefahren hat, die weiß man halt Bescheid, ne? Normalerweise. Ja. Nur so ein bisschen vorbeizirkeln, ne? Dass er nun gerade jetzt hier lang fahren will, also verstehe ich ja auch nicht, aber gut. Über meinen Häckselgut, ne? Da muss ich auch noch ja, mit dem Radlader irgendwas dergleichen wegräumen, ne? Oder verteilen halt, ne? Das ist ein bisschen unlogisch. Weil das ist ja an sich nicht so hart, ne? In dem Fall schon. Sie wollen bei Gelegenheit. Fährt er wieder drüber. Mal wegräumen. Wäre nämlich ganz schlecht auf Dauer. Müsste mir ein Fahrzeug holen und Milch. Gut. Steht aber eine Gerste im Weg und die können wir nicht nehmen. Beziehungsweise ungünstig. Damit Glück gehabt. Werde ich ja auch aussteigen können, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich denke mal, der Fahrer kommt mit klar. Hoffe ich jedenfalls. Dann sagt mal tschüss, ciao ciao. Ansonsten mal noch ein bisschen Kurs anpassen. Ist ja kein Problem. Ja, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Schon ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen und fürs fleißige Gucken und Schauen. Ne? Tschüss, ciao ciao. Bis dann. Tschüss.